So, und weiter geht's. Gucken, ob er noch eine Aufgabe für uns hat. Erzählt sich ja so einiges. Ich habe für die Paladine gebetet. Daran hast du gut getan. Nun geh und verrichte weiter deine Arbeiten. Naja. Gut. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hast du eine Aufgabe für mich? Ja. Es gibt das. Die vier Novizenkammern müssten mal wieder ausgefegt werden. Erledige das. Aber das dauert ewig. Dann solltest du am besten gleich damit anfangen. Meine Meinung kennst du ja schon. Gut. Aber die normalen Novizen kann ich hier fragen, die helfen mir dabei. Ich brauche... Vergiss es. Drecksack. Ich brauche... Hey, ich würd's ja tun. Drecksack. Ich soll die nur... Da hast du dir ja viel Arbeit aufgehalst. Aber ich brauche unbedingt eine Windfaustspruchrolle. Weißt du, ich hatte... Und jetzt will ich den Zauber natürlich auch mal anwenden. Wegen der Spruch... Hast du einen... Nein, bisher noch... Ich werde so lange... Scheiße, Windfaustspruchrolle. Wo finde ich die denn? Ich brauche... Alter Schwede, ganz schön teuer das Ding. Jo, warte mal, ich will erstmal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich Orkschlechter, Langschwert, Stabkeule brauche ich nicht. Paladinschwert, Piratensäbel, Paladinschwert weg. Das brauche ich. Kampfstab interessiert mich nicht. Armbrust, Bogen, Jagdbogen. Wir gucken, was ich hier noch so verkaufen kann. Ja, Babo, wo bist denn jetzt hin? Also sowas. Naja, ich werde den Stern noch finden. Ich brauche... Bisher hilft dir niemand, was? Ich helfe dir nur, wenn du... Gut, das kriegen wir aber hin. Das bedeutet, wenn der Bodo oder der Babo, keine Ahnung wie der heißt... Wenn der mir hilft, das ist kein Geheimnis. Dann hilft mir auch der Typ da unten. Hey, du. Wegen der... Hast du einen... Hier ist die Spruchrolle, die du... Das ist gut. Dann werde ich dir mal helfen, die Kammern zu reinigen. Coole Sache. Hey, du. Ich brauche Hilfe. Oh Mann, du bist gerade mal hier und lässt dir direkt die Fegerei aufs Auge drücken? Tröste dich, mir ist es genauso gegangen, als ich hier neu war. Und deswegen helfe. Coole Sache, danke. So, zwei helfen mir schon. Vier Kammern sind das, glaube ich. Und ich glaube, ich kann mir vier Leute suchen, die mir helfen. Ich brauche... Bin ich der Einzige? Nein, ich habe bereits... Dann bin ich da... Alles klar. Die sind echt cool drauf hier, muss ich sagen. Die sind schon... Vielleicht vielleicht manchmal den einen oder anderen Schuss, aber... Naja. Ich glaube, den kann ich vergessen, aber der hier... Ich brauche... Klar helfe ich dir. Ich brauche nur 50 Gold... Vielleicht... 50... Ja, doch. Klar helfe ich dir. Ich brauche nur 50 Goldstücke, weil ich noch Palan bin. Okay. Gut, dann werde... Wegen der Novizenkammern.
Du hast tatsächlich 4 Novizen gefunden, die dir helfen. Ich denke, sie können jetzt wieder ihrem Tagewerk nachgehen. Gut gemacht, Novize. Du hast die Aufgabe gelöst, vor die ich dich gestellt habe. So, ich habe jetzt mit hier oben, habe ich den Leuten alle geholfen. Unten gibt es noch einen Magier, mit dem ich schwätzen kann. Vielleicht kann ich dem was helfen. Hey. Neoras. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ja, ich brauche Pflanzen für meine Experimente. Wir züchten zwar selbst Pflanzen, doch haben wir keine Feuernesseln mehr. 7 Blüten sollten reichen. Bringen Sie mir. Ach, noch was, ich vermisse ein Rezept zur Herstellung von magischen Tränken. Falls du es findest, wir... Gut. Ich glaube, ich weiß, wo er das liegen hat. Das hat er nämlich hier unten, glaube ich, rumliegen. Haben wir das schon? Das muss hier nämlich irgendwo rumflattern. Hier, Rezept. Wollen wir mal gucken, was steht denn da? Rezept der magischen Essenz. Magische Tränkung. Zur Herstellung von Tränken der magischen Kraft benötigt der kundige Alchemist Feuernessel, Feuerkraut. Dazu braucht ihr jeweils eine Pflanze, Feldknöte, euch Meister Neoras. Das weiß ich schon längst. Die Pflanzen, die Mana steigern, dafür brauchst du auch die dementsprechende... Na, wie heißt's? Die dementsprechende Pflanze. Ja, wenn die Pflanzen Lebensenergie steigern, kannst du auch dementsprechend die Tränke dafür brauen. Und wenn die Mana steigern, dann kannst du mit denen natürlich auch dementsprechend... wie heißt's? Ja, die Mana-Tränke brauen. Steht aber in jedem Alchemiebuch. Keine Ahnung, warum er das... Naja, ist egal. Hey, du! Wegen deinem Ritt... Ich habe es gefunden. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre verschollen. Hier, nimm diesen magischen... Danke. Ich habe Feuernesseln für... Ausgezeichnet. Damit kann ich arbeiten. Nimm diese Windfaust-Spruchrolle für deine Hilfe. Nee. Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise keine Novizen. Dann kann ich dir zeigen. Kannst du mir einen Trank... Für einen Novizen bist du ganz schön vorlaut. Alles, was du brauchst, kannst du bei Gorak. Ich will aber spezielle Tränke haben, du Arschloch. Okay. Na, wartet's ab. Eines Tages bin ich auch ein Magier. Dann werdet ihr ganz anders mit mir reden. In der Stadt geht's richtig ab. Da lecken sie mir alle die Stiefel. Doch alles nur Gerüchte. Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neoras die Feuernesseln besorgt? Du hast Neoras Rezept wiedergefunden? Das liegt doch auf der Hand. Es ist dir gelungen, 4 Novizen zu finden und so die Kammern zu einigen. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt, wie Bruder Gorax es dir aufgetragen hat. Du hast den Wein zu Gorax Zufriedenheit verkauft. Ja, du hast genug gearbeitet. Das hätte ich dir jetzt ist es Zeit, dass du die Lehren Innos studierst. Ich übergebe dir... Dankeschön. Meine Meinung kennst du ja schon. Erzähl mir, ich kenne sowas. Super. Hey, was kann ich für dich... Ich bin hier, um die Schriften zu lesen. Verstehe. Wenn du zwischen deinen Langwier... Ich hätte da noch eine Sache, für die ich einen verschwiegen. Du hast eine... Ja, es geht um diesen verrückten Ignaz. Er lebt in Korinis. Und gerade das bereitet mir Sorgen. Ich frage mich, um das zu prüfen, brauche ich... Ich will, dass du... Aber zu niemandem... Klar. Hier sind 150 Gold. Ich habe dir die Spruch ich war nämlich bei Ignaz schon. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit. Und nimm diese Spruchrolle. Dankeschön. Hey, ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens.
Es ist dir also von Meister Palan gestattet worden, die Schriften zu studieren. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Also wir müssen theoretisch nur ein Buch lesen. Was studierst du, Meister? Aber ich lese alle vor. Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Aufschlussreich. Kannst du mir das beibringen? Die Magie wird von Innos verliehen. Nur seinen Dienern, den Feuermagiern, ist... Gut, wir müssen die noch lernen. Das ist natürlich scheiße, dass ich jetzt relativ viel in andere Sachen gemacht habe. Naja, der zweite Kreis. Nee, soweit bin ich noch nicht. Ich gucke mal, ob ich den ersten Kreis lese. Ich glaube, das ist der erste Kreis hier. Wollen wir mal gucken. Nee, das ist der dritte Kreis. Ich fange mit dem ersten Kreis an. Hier werden eigentlich nur erklärt, was die Zauber sind, zu welchen Kreisen die gehören. Der erste Kreis, die Runen des ersten Kreises, um die zu deren Herstellung benötigte Ingredienzien. Licht, Feuerpfeil, kleiner Blitz, Goblin-Skelett, leichte Wunden heilen. Für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine der aufgeführten Ingredienzien erforderlich. Der Anwender muss die Formel für den Zauber bekannt sein und er muss einen blanken Runenstein sowie eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers besitzen. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Runentisch zu Werke gehen. Ja, ich glaube, so viele Runensteine kriegen wir gar nicht. Das wird übel. Hier sehen wir der zweite Kreis. Feuerball, Eis, Pfeil, Wolfrufen, Windfaust, Schaf. Die sind noch alle uninteressant für uns. Der dritte Kreis. Mittlere Wunden heilen ist ganz gut. Kleiner Feuersturm. Skelett erschaffen. Furcht. Eisblock auf jeden Fall. Da fängt es nämlich schon an. Kugelblitz. Sehr nice. So, ich glaube hier hinten ist der vierte Kreis. Der wird dann richtig, wird dann auch schon mal etwas nicer. Der vierte, nee, das ist der sechste Kreis. Ach komm, ist egal. Sechster Kreis. Feuerregen. Mächtig. Todeshauch. Übel. Todeswelle ist brutal. Armee der Finsternis ist Trauer, es ist traurig. Da kommen einfach 9 Skelette und fisten dich. Feuerregen, da regnet es Feuer vom Himmel. Ziemlich nice und auch sehr, sehr mächtig. Todeshauch ist auch ganz cool. Einzelschaden, Todeswelle ist einfach hier eine Welle, geht um dich herum und tötet einfach fast alles. Feuerregen ist einfach tot von oben. Trifft aber auch Freunde, also schwierig. Der vierte Kreis ist ganz nice. Großer Feuerball, Blitzschlag, Golem erwecken, Untote vernichten. Muss nicht unbedingt sein. Das ist der fünfte Kreis. Eiswelle, auch cool. Großer Feuersturm, Dämon beschwören, schwere Wunden. Nein, Dämon beschwören würde ich gerne kennenlernen. Ist eigentlich alles ziemlich nett. Aber du bist halt nie alle Sachen irgendwie... beschwören können. Erstens Lernpunkte. Prüfung des Feuers. So ein Novize nicht erwählt ist, mag es sein, dass er trotzdem die Bereitschaft verspürt, sich der Prüfung der Magie zu unterwerfen. Wenn er diesen Entschluss reiflich überlegt hat und er darauf besteht, ist es ihm gewährt, die Prüfung zu verlangen und kein Magier darf sie ihm verweigern. Doch nicht nur die Prüfung der Magie wird ihm auferlegt, sondern er soll durch das Feuer seine Erleuchtung finden. Wenn er vor dem Hohen Rat darauf besteht, so soll ihm die Prüfung des Feuers gewährt werden. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Klugheit, Stärke und das Geschick des Novizen gefordert werden. So soll er drei Prüfungen erfüllen, jede empfangen durch einen der Magier des Hohen Rates, bevor er den Eid der Flamme schwört und den Bund mit dem Feuer eingehen kann. So ist es Innos Wille und so soll es geschehen. Gut. Ja, das wird natürlich brutal. Ich muss jetzt... Hey. Tja, das wird jetzt schwierig. Ich fordere... Die Prüfung des Feuers stammt aus alten Tagen. Was du da forderst, ist viel zu gefährlich. Naja. Zu gefährlich. Ein Pipapu, ihr wollt mir das alles ausreden. Arschlecken. Ich will... Die bauen alle aufeinander auf. Glaube ich. Willst du uns auch sagen, warum? Ich habe eine wichtige Botschaft. Was ist das? Im Minental versammelt sich eine Armee des Bösen unter der Führung von Drachen. Wir müssen sie aufhalten, solange wir noch können. Ah,
wir werden deine Worte überdenken, Novize. So lange tust du gut an. So, dann will ich nochmal mit Palan sprechen. Hey, du. Ich will die Prüfung... Was? Ich bestehe darauf. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Gut. Das ist doch nichts Neues. Ich will die Prüfung... Du weißt, du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich... Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es sein. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen. Möge Innos... Gut. Ich stelle mich da... So, du willst es also wissen. Nur ein mutiger Novize fordert die Prüfung. Aber Mut ist nicht alles, was du brauchst. Bist du auch schlau genug, die Prüfung zu bestehen? Bist du stark genug, gegen die Gefahren anzutreten, die auf dich warten? Ja. Falls nicht, wirst du dafür mit deinem Leben bezahlen. Naja, das haben schon andere versucht. Also höre nun deine Prüfung. Suche am Platz der Steine den, der nicht geboren. Finde ihn, der einst gerufen. Bezwinge den, der nicht bezwungen werden kann. Messe dich mit dem lebenden Fels. Kämpfe mit dem niemals sterbenden Stein und zerstöre. Ich weiß, wen du meinst. Da werde ich jetzt nicht... Es verwundert mich nicht, aber ich schätze, du hast keine Ahnung. Auf was du... Es ist lange her, dass diese Prüfung abgelegt wurde. Und es gibt nur einen Mann, der sie je überlebt und auch bestanden hat. Damals war er noch ein junger, aufstrebender Novize. Heute hat er längst seinen Platz im Hohen Rat gefunden. Ich spreche von Serpentes. Er wird nicht mehr lange der Einzige sein, der die Prüfung bestanden hat. Dann will ich dich nicht länger warten lassen. Höre meine Prüfung an dich. Alter, was man... Erschaffe eine Feuerpfeilrune. Gut. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit drei Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel. Wir haben dem nichts weiter... Also, folgendes. Der will, dass ich den magischen Golem besiege. Dafür brauche ich aber den Dingsbums. Den, wie heißt's? Den Hammer, Innos Hammer. So, das kriege ich hin. Ist kein Problem. Und der will, dass ich hier zu diesem Dingsbums gehe, zu dieser einen Höhle. Diese Höhle, die haben wir ja schon gesucht, in der Nähe vom schwarzen Troll. In dieser Truhe finde ich einen Runenstein. Diesen Runenstein brauche ich. Dann lasse ich mir von jemandem beibringen, wie ich einen Feuerpfeil machen kann und kann dann eine Feuerpfeilrune machen. Und somit habe ich die drei Prüfungen bestanden. Klingt einfach, könnte ein bisschen schwierig werden, weil ich noch nicht so stark bin und noch nicht so viele Lernpunkte habe. Hey, das ist wirklich nicht mein Problem. Wie kann ich die Du bist nicht hier um die Gabe der Magie, aber ich kann dir zeigen... Magische Kraft will ich mich nicht steigern. Ich möchte... Ich möchte hier eine Feuerpfeilrune. Ich möchte einfach lernen, wie ich eine Feuerpfeilrune machen kann. Was genau?
Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der Sphärischen. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist für die... Zudem besitze ich einige interessante Spruchrolle, aber die stelle ich nur an. So, Feuerpfeil habe ich. Mist. Hey, du. Ich habe die... Und jetzt willst du, dass ich dir die... Ich weiß nicht, wie ich es... Gut. Ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle rum... So, Rohstoffe für Feuerpfeil. Das bedeutet... Ja, der dritte Kreis. Das ist der erste, glaube ich. Der Feuerpfeil brauche ich Schwefel. Habe ich noch Schwefel? Wie viel habe ich? Und einen Runenstein brauche ich. Mal gucken, vielleicht verkauft mir der Gorax ein. Dann habe ich diese Prüfung nämlich schon fertig. Du hast bestimmt einen Runenstein bei dir. Ich. Natürlich nicht. Es war so klar. Wertvolle Innersstatue behalte ich. Hallo, für 15 verkaufe ich die doch nicht. Bin ich des Wahnsinns. Blutkelch, die niemals verkaufen. Das kann weg. Das kann weg. Behalte ich mal das auch. Hier weiß man nämlich nie, was abgeht. Oh, eine Perle. Nice. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Gut, dann muss ich das anders machen. Ich weiß in etwa, wo ich lang muss. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal den Hammer Innos holen. Habe ich noch eine Schlafrolle? Ja, habe ich. So, leg dich mal hin. Heiliger Hammer, gute Nacht, ich bin weg. Der darf mich nicht sehen. Gut. Wollen wir mal schauen. Das ist natürlich relativ schnell, wenn man eigentlich alles kennt. So. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich am besten laufe, dass ich beide erwische. Wenn ich den Weg Richtung Dragonier gehe. Zur Drago, glaube ich, heißt er. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, bei der müsste ich jetzt da vorne auf der linken, auf die linke Seite hin. Dann, ich weiß auf jeden Fall, wo der magische Golem ist. Den kannst du nicht besiegen, den machst du aber mit diesem Hammer One-Hit. Aber sonst macht der Hammer keinen Damage. Ja, natürlich krieg ich einen kleinen Anschiss. Aber keinen großen. Weil ich den Hammer hier benutzt habe. Und der Sentenzer da irgendwie so total am rumpimmeln ist. Oh, wie hast du das gemacht? Du hättest den nicht besiegen können. Also wenn du den jetzt zum Beispiel mit Cheats killst, habe ich am Anfang gemacht. Cheat-Modus Kill und dann anvisierten Golem halt getötet. Da fragt der nämlich, ja, hier geht's nämlich lang. Die weisen mir jetzt sozusagen den Weg. Es ist geschehen. Ich bin mit von der Partie. Du hast was getan? Also... Ich habe schon eine Menge verrückter Sachen gemacht. Innos hält seine Hand über mich. Hast du Arg... Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin...
Und? Da du es sowieso nicht schaffst, spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht. Vergiss es. Weißt du... Nein. Ja, warum? Ich könnte mir vorstellen, du wärst nicht der Erste, der an dieser Prüfung... Wo genau finde ich dich? Folge einfach immer diesem Weg. Es ist ein ganzes Stück. Geh einfach den Weg weiter den Berg hoch, wenn du über eine Brücke kommst. Wenn du über... Mehr werde ich dir nicht verraten. Ja, alles gut. Schade, dass wir hier keine Maus haben. Aber ich weiß, wo es lang geht. Ist mir aber jetzt auch zu doof. Naja, so viel wird es jetzt auch nicht unbedingt wert. Naja, so richtig viel hat das nicht gebracht. So, ich muss da hoch irgendwie. Da ist ja dieser komische Golem, da war ich nämlich eben schon. Beziehungsweise da war ich in diesem Let's Play schon. Für die Leute, die das Let's Play auch komplett mit angucken, werden das wissen. Heilige Hammer, hier läuft irgendwo ein... Da steht er doch. So. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Gut, den habe ich platt gemacht. Jetzt will ich mal was gucken. Den Weg muss ich weitergehen, okay. Ich darf nicht mit allen sprechen, weil die werden nämlich ein bisschen gaga. Hey, weil du bist erwählt worden. Richtig. Gerade eben will ich noch einen kühlen Schluck Bier zu mir nehmen, da biegt Daron um die Ecke und erläutert mir, dass ich erwählt bin. Wer hätte das gedacht? Innos Wille. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Nicht möglich. Junge, du bist aber verdammt mutig. Heißt das, du suchst auch... So sieht's aus. Hast du schon was... Naja, ich bin einfach mal Argon gefolgt. Und jetzt? Wie hieß es noch? Was soll's? Naja, der folgt mir jetzt die ganze Zeit. So, wenn ich den Runenstein nämlich gefunden habe, dann greift er mich nämlich an. Das ist jetzt die Frage. Echt, die Steintafel habe ich nicht aufgehoben. Bogenschützen nehme ich doch gerne. Ich weiß, dass er mir folgt, ist jetzt die Frage. Ich habe ja die Mine schon gesäubert.
weiß, was du willst. Ich kann ihm jetzt sagen, dass er aufhören soll, mir zu folgen. Das macht er dann auch. Aber ich glaube, auf dem Rückweg greift er mich sowieso an. Volksquatsch. Hör auf mir nach. Ich lauf dir nicht nach. Aber bitte, wenn du das glaubst. Gut. Ich habe nämlich keine Lust, weil ich glaube, da gibt es einen, der die Höhle gefunden hat und wollte unbedingt so gerne Magier werden. Der Ikaraz, glaube ich, ist das. Und... tja, dem muss ich mich dann rumärgern. Hier ist ja schon alles sauber. Bum, 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 bum. Ich will nochmal speichern. Was sagt denn die Zeit? Ich habe meine Einstellung so gemacht, dass meine Dateigröße, ohne die schneiden zu müssen, ungefähr 50 Minuten geht. Da steht er schon. Dem muss ich mich jetzt boxen. Gibt nämlich nur einen Runenstein. Du kommst zu spät. Ich war zuerst hier. Halt die Klappe. Es ist aussichtslos. Du hast verloren. Nur mir ist... Dir ist gar nichts bestimmt. Nein, das kannst du nicht tun. Eher werde... Sorry, Bro, aber nein. So, in dieser Truhe ist jetzt der Runenstein drin. Und jetzt kann ich zurück. Sorry, aber ich lasse mir doch von dem, lasse ich mir nicht... von dem lasse ich mir nicht auf der Nase rumtanzen. Die Runen fressen so viel Magie, das ist schon echt traurig. Wenn du mal bedenkst, die Spruchrollen fressen alle nur 5, aber so eine Rune, die frisst ordentlich. So, dann speichere ich hier mal ab. Innos schenkt mir plus 1 Mana. Okay, kann ich auch gebrauchen. So, der Ulf, der steht hier gleich und meint, der Wolf gehört alles mir und bebebe und bibibi und bububu. Ich weiß noch nicht, wo der mich abfängt. Ich will nur vorbereitet sein. Ich werde ihn jetzt nicht angreifen, nicht wenn er mich nicht angreift. Aber den anderen habe ich ja auch angegriffen. Aber ich glaube, der hätte mich sowieso angegriffen, weil er mir nicht geglaubt hätte, dass ich ihn gewonnen habe. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will Magier werden.
Der läuft irgendwie ein bisschen komisch. Mit der Rüstung. Und dem Bogen. So sieht man sich wieder. Weißt du, ich... Oh Mann, tu das nicht. Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt, hast du noch was zu... Kommen wir direkt zur Sache. Du wirst nirgends... Junge! Mensch! Kannst du doch nicht bringen. Lümmel. Später kriegst du noch Teleportruhen, glaube ich. Geschenkt von jedem. Dann müssen wir uns diese langen, können wir uns diese langen Wege sparen. Auf der anderen Seite sind die langen Wege eigentlich ganz gut. Wenn du... halt leveln willst, weil in den Kapiteln gibt es ja auch Respawn. Naja, mal gucken. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, was ich machen soll. Soll ich das Mintal zuerst besuchen? Das kann ich am zweiten Kapitel. Aber ich kann auch die Addon-Welt spielen. Die sind beide eigentlich ganz cool. Ich glaube, die Addon-Welt ist nicht schwieriger, wenn du die vorziehst. Allerdings ist danach der erste Besuch in der Minenwelt ziemlich gut, in der Minenkolonie ganz gut, weil du dich da ziemlich frei bewegen kannst. Ich meine, du musst später noch mal das zweite Mal, wie heißt, ins Minental. Aber dann sind auch viel wesentlich mehr Monster. Ist alles nicht so einfach. Warte mal, da oben war doch was. Aber ich glaube, das war nichts Besonderes. Ich will da hoch. Hallo. Oh, ernsthaft. Mensch, manchmal ist er auch dumm wie Brot. Für eine Waldbeere. Und noch eine Waldbeere. Juhu. Und noch eine Waldbeere. Noch weiter? Nee, okay. Ich glaube, der Typ da vorne, greift er mich an oder nicht? Ich glaube, der nicht. Der ist, glaube ich, ganz entspannt. Dann ist es egal. Lauf, lauf. Ja, tut mir leid, dass die Parts jetzt eigentlich so ein bisschen lang werden. Aber ich finde es eigentlich ganz okay, weil die Parts möchte ich jetzt erstmal als Premiere raushauen. Um zu gucken, wie es so vonstatten geht. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen produzieren. Ich habe jetzt die ganzen Parts nicht am Stück aufgenommen. Das habe ich mir jetzt auf die Woche verteilt. Aber so, dass ich zumindest irgendwann mal in der Lage bin, eine Woche alle zwei oder drei Tage eine Premiere von so einem Part rauszufinden. Also man kann ungefähr sagen, dass ich diese Woche... Der wievielte ist denn heute? Heute ist Nikolaus, der 6. Dass ich in der ersten Dezemberwoche ungefähr 2 Videos pro Woche aufgenommen habe von der Zeit. Also 1,5 Stunden am Tag saß ich dann hinterm Rechner. Das ist okay. Und auch dementsprechend vielleicht auch am Wochenende dafür länger. So,
Wie mache ich das denn? Ich habe den Runenstein gefunden. Du hast es geschafft? Du bist... Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Und die anderen Novizen? Was ist mit... Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft. Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Gut, ich habe alle Kredenzien. Ich habe den Runenstein, ich habe Schwefel. Dann wird er mir jetzt zeigen... beibringen, also die Formel beibringen für den Feuerpfeil. Hey du! Lehre mich die Rune. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, muss die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune ein. Wenn du also alle Rohstoffe bist. Gut. Rune hergestellt. Wir haben unsere erste Rune. Supi. Ich habe aber noch einen Mag. Bin noch zu niedrig vom Kreis her. Aber das macht nichts. Das macht alles nichts. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, diese Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass das hat sich aber eben noch ganz anders angehört, Pyrokar. Wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut. Dann schwöre, denn schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ja, ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund. Trage diese. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich... Gut. Ich möchte einen Wut... Jede Magier steht nach seiner... Also. Kein... So soll es geschehen. Denn... Mist. Was kann ich... Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren.
Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Harlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich... Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Gut, danke. Super. Jetzt kann ich auch die Schärpe der Bereitschaft ablegen. Ach, Mist. 5 Lernpunkte, scheiße. Hey, du hast den Schwur geleistet, Bruder. Willkommen in unseren Reihen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen liegt. Lehre mich den ersten... Der erste Kreis des Feuers erlaubt... Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigene... Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. So, das hat 5 Punkte gekostet, aber dafür kann ich jetzt... Super. Kann ich mich jetzt irgendwo noch hinlegen? Gorax, bist du noch da? Nee, war klar. Ich würde gern pennen irgendwo. Kann ich das? Palan? Gibt hier noch, ist hier noch irgendwo ein Bett frei? Magier habe ich nämlich jetzt ein eigenes Dingsbums. Hey! Es ist ja noch gar keiner wach. Ah, da. Ist das Palan? Nee, das ist Gorax. Warte mal. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Nimm den Schlüssel, du wirst dort alles finden, was du benötigst. Warte mal. Warte mal. Ich brauche... So, das hier hätte ich gern. Schärpe des Feuers. Nicht genug Gold, das macht aber nichts. Ich kann meine Novizenrüstung verkaufen. Dann die Schärpe der Bereitschaft. Und dann kann ich mir die Schärpe des Feuers kaufen. Super, wenn ich die trage, was habe ich denn jetzt für Rüstung? Waffe 40, 45 Geschoss, 45 Feuer und 20 Magie. Und jetzt alles plus 5. Ja, gut. So, jetzt habe ich mein eigenes Hütchen. Das ist das hier. Hier habe ich alles, was ich brauche. Ein Alchemietisch, ein Runentisch. Oh, sogar ein Trank. Was ist das für ein Trank? Oh, geil. Elixier des Geistes. Cool. Ist da irgendwas drin? Nee, nix. Okay. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch mal einen Cut. Und speichere mal erstmal. Und sag dann bis später. Macht's gut, Leute.